Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Mike spielt irgendwas. Die sind heute wieder Vorkoster und Tester und gucken, was ist in der neuen Degusterbox für November drin. Jawohl, ich bin gespannt, ob wir wieder interessante Neuigkeiten haben, neue Dinge, Nahrungsmittel, Süßigkeiten, die man so gebrauchen kann, die man noch nicht kennt. Oder wo man sich fragt, was mache ich damit, was soll das, wer braucht sowas. Ist alles möglich, ich lasse mich überraschen, ich weiß nicht, was drin ist. Das ist halt der Sinn und paar diesen Überraschungsboxen. Man kann immer was Neues rausfinden. Kann man nicht alles gebrauchen, aber das werden wir am Ende des Videos dann rausfinden. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Dann werden wir uns gleich sehen. Also, Alex freut sich auch schon. Bis gleich. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Hier bei Mike spielt irgendwas. Ich packe die neue Degusta-Box aus für November. Machst du dafür Mädchen? Alex ist auch schon wieder gut gelaunt, ich war und freut sich. Immerhin, ja. Scheint gut gelaunt zu sein heute, also gute Vorzeichen. So, schauen wir mal, was diesmal drin ist, ob sich das hier lohnt oder ob uns die das fragen, warum hat man uns das geschickt? Kommt ja durchaus mal vor, dass was drin ist, wo man sagen muss, was mache ich damit? Aber gut, so, jetzt aber nicht spoilern, indem ich schon mal reinlunse irgendwie. So, hier haben wir schon mal Zettelskram, da gucken wir mal nicht drauf. Übliche Reklame nochmal. So, gibt es auch was zu essen hier drin? Jawohl, hier haben wir schon mal was. Ich hoffe, es ist zu essen. Ich sehe es nur von hinten. M-Eukal, die Glühkirsche. Heiß. Eine Glühkirsche, ja. Was ist das jetzt? Bonbon oder Trinkgenuss? Okay. Also von M-Eukal. Das hat, habe ich das nicht schon mal irgendwann. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Du kannst dieses. Also man kann das als Bonbon lutschen. Nach was soll das denn schmecken? Nach Kirsche halt einfach. Alkoholfrei. Mit Aromen, Menthol, färbende Frucht- und Pflanzenextrakte, Johannisbeer, Karotte, Gewürzextrakte, was immer die sind. M-Eukal Glühkirsche mit einem Anteil von 6% Kirschsaft und feine Zimtnote. Ah, das ist der Casus Knactus hier. Und die kann man dann auch, so wie es hier so dann beschrieben ist, entweder lutschen oder man kann sich einen Tee draus machen. Man schmeißt zwei Bonbons in eine Tasse mit heißem Wasser, lässt es 10 Minuten sich aufwärmen und dann hat man einen Kirschsaft-Zimt-Tee. Das ist natürlich mal, was machst du hier für Mätzchen? Eine interessante, ja, weitere Möglichkeit für so Bonbons. Ob man das jetzt braucht, ist eine andere Frage, aber falls man, ja, nicht weiß, was man mit den ganzen Bonbons machen soll, kann man sie auch in den Tee schmeißen, oder? Der Geschmack ist so geil, wo man sagt, da brauche ich jetzt. Ja, ist mal was anderes auf jeden Fall. M.A.K. Glühkirsche. Okay, ich komme mal bekannt vor, irgendwie so. So eine Art Glühwein zum Lutschen. Ja, mit Kirsche und Zimt. Und dann noch Eukalyptus bei. Ich glaube, das ist eine richtige Mischung ist jetzt. Diese übliche Bonbon halt, ne? Was machst du denn mit der Katze schon wieder? Wir müssen die irgendwann mal ihren Besitzer zurückgeben. Ja, schmeckt erstmal nach einer Kirche. Ein bisschen Zimt kommt auch rum. Naja, abgeschmeckt ist nicht so schlecht. Ein bisschen Menthol, ja. Und das übliche, da sollte am Geschmack so ein bisschen MLK. Und wenn ich so stark in Hustenbonbon, finde ich das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Wenn jetzt so weiß ist. Ja, also Zimt ist echt nicht aufdringlich. Schmeckt ganz gut mit der Kirsche zusammen. Aber ob ich das trinken wollte, kann ich jetzt nicht so sagen. Also, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Müsste nochmal ausprobieren. Also zum Lutschen sind sie nicht schlecht. Also das ist schon lecker. Ein bisschen was Winterliches. Jetzt 7,27. Okay. Ja, also schmeckt nicht schlecht. Trinken weiß ich nicht. Aber so für so unterwegs, bockt eine Heizungsluft oder so. Also man ist im Büro, man hat eine Klimaanlage, die Luftfeuchtigkeit auf 20% runterregelt. Dann ist ab und zu mal was zum Lutschen nicht schlecht. Aber trinken weiß ich nicht. Müsste mal ausprobieren. Werde ich jetzt allerdings so nicht machen, muss ich erstmal Wasser machen und alles. Das damals machst du hier für Mädchen, sag mal. Hier ist wohl zu warm in deinem Mäntelchen. Fängt schon mal interessant an. Ja. Dann kommen wir nach der Kirsche und jetzt mit Fleischgeschmack weitermachen. Das passt wieder großartig zusammen. Demi-Rahmen oder Demi-Rahmen, Demi-Rahmen, keine Ahnung, wie man es ausspricht, mit Fleischgeschmack. Von Nissin. Nissin, Erfinder der Instant-Nudeln. The Asian Ramen Express. Ja, das ist so klassisch Ramen. Wie man das, versteht man in Europa manchmal so ein bisschen falsch. Ne?
So, hier ist so ab, wie es abgebildet ist, ist es eigentlich klassisch. Nudeln, die richtig dick in einer dicken, fettigen Suppe sind. Dazu gibt es ein Topping mit Fleisch und ein bisschen Gemüse drauf und das gehört alles so zusammen. Und uns ist einfach nur Nudeln mit einer Soße. Aber was ich jetzt damit soll, okay, ja, kann ich mir mal so, aber das so alleine zu essen bringt das nichts. Da muss man echt ein Topping mit beimachen, noch was noch dazu. Ja, habe ich jetzt nochmal mit Fleischgeschmack Instant-Nudeln. Warum nicht? Jetzt draußen kalt ist, bei 15 Grad gerade, kann man auch mal ein warmes Süppchen gebrauchen. So, das sieht doch nach Chips aus. Happy Chips. Die machen eigentlich nur einen Happy, nämlich der es vertreibt. Das sind so zwei YouTube-Fuzzis, Influencer, die damit sich eine goldene Nase verdienen. Und ich muss die Paprika habe ich auch schon mal probiert davon. Die schmecken jetzt allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich jetzt allerdings nur wie stinknormale Discounter-Chips vom Aldi, Lidl, Kaufland, wie es so gibt. So diese Eigenmarken-Chips, nicht besser, nicht schlechter. Die sind ja auch nicht unbedingt übel. Aber wenn man hier, sag ich mal, von so großen Streamern, die ein Schweinegeld verdienen, dann denkt, die machen so spezielle Produkte, die auch was Besonderes sind. Und die schmecken einfach nur 0815. Also ich, ja, weiß ich nicht. Ich würde die nur kaufen, wenn sie wirklich im super, super Angebot sind. Unter dem Preis von den Discounter-Chips. Ansonsten finde ich die nicht so sonderlich gut. Dann haben wir hier noch Käsegeschmack. Limited Edition. Ja, das schreibt man ja immer drauf heutzutage, damit man was verkauft kriegt. Bekannt von Happy. Ja. Käsegeschmack ist eh nicht so meins. Also ich würde die jetzt nicht probieren, ganz ehrlich gesagt. Mit Käse und Zwiebeln. Nee. Also. Da bin ich nicht so ganz so happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Marketingprodukte von Influencern habe ich auch noch nicht viele gefunden, die mir wirklich schmecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten machen diese Produkte nicht, um den Leuten wirklich was Schönes Neues zu bieten, sondern einfach nur um Geld zu verdienen. Aber das kann man ja auch machen mit guten Produkten, finde ich. Ne? Leider findet man es relativ selten, auch bei Gönnergy zum Beispiel. Schmeckt auch nicht alles, muss man sagen. Das einzige Gute bei dem ist, muss ich durchaus zugeben, es schmeckt nicht so eklig wie so manche 0815 Energy Drinks, die es ja massenweise gibt, mit ihrem Gummibärchen-Geschmack. Das macht er hier schon besser. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie auch gut. Ob man jetzt diese Art Getränk überhaupt braucht, ist eine andere Frage. Muss jeder für sich entscheiden. Eiskalt genießen hier. Die können nicht sogar, das ist eiskalt. Okay. Wo habe ich die Kiste gelagert gehabt? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall kalt. Wir haben hier Blaubeer-Kokosnuss-Geschmack. Mit 500 Milliliter. Das steht hier so drauf. 500 Milliliter. Gönnergy, ja, auch ein Influencer-Produkt. Mit Heidelbeer-Kokosgeschmack, nennt sich Erfrischungsgetränk mit Koffein und Süßungsmitteln. Also ist zumindest auch keine Zuckerbombe. Nur muss man halt bedenken, auch Süßstoff ist durchaus das Einfluss auf den Körper. Okay, dann haben wir das übliche B-Vitamine zugesetzt, sind Aroma, Grüntee-Extrakt, Ginseng. Ginkgo. Mhm. Ob das überhaupt irgendwas bewirkt oder was bringt, weiß man ja nicht. Zumindest haben sie hier nicht noch Taurin zugesetzt, wo man auch nicht weiß, ob das doch ist Taurin drin. Kein Mensch weiß, ob sie überhaupt irgendwas wirkt. Naja, okay, kann man auch trinken. Kann man sich mal gönnen. Ja, dann heißt es wohl so. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Van Krüger. Ja, die haben uns hier was auf ein Stück Pappe geklebt. Ein Chai Latte. Karamell. Das ist ein Getränkepulver und genieße den neuen Chai Latte Karamell. Den Inhalt des Sachets, 25 Gramm, in eine Tasse geben, 150 Milliliter heißes, aber nicht kochen, das Wasser zugeben, umrühren und fertig. Und schon haben wir einen Chai Latte, also einen indische Art gewürzten Tee. Natürlich hier mit Instantpulver und Milchpulver drin. Und Karamellgeschmack. Das ist natürlich typisch indisch, kann man ja den Karamell aus Indien. Okay, naja gut, das ist mal wieder ein neuer Geschmack. Man kann damit auch Eis-Sandwich mit Chai-Schoko-Karamellsoße machen. Hat man hier noch so eine Rezeptkreation drauf. Das ist mal eine interessante Idee. Ne? Kann man auch ein bisschen was anderes mitmachen. Eine Schoko-Karamellsoße in diesem Zeug. Und haben da das hauptsächlich Molkepulver, Süßmolkepulver, Magermilchpulver, alles pulverisierte Milch hauptsächlich, Aromen, Schwarzteeextrakt, kaltwasserlöslich, 1%. Ist auch nicht viel, ne? Und Stabilisator, Natriumphosphat, Salz. 1% Schwarztee. Das ist überhaupt noch Tee drin ist. Aber gut, kann man sich auch mal machen mit heißem Wasser. Aber nicht kochen. Okay, das ist wieder eine Auswahl heute.
Bund durch die Welt. Minuto. Okay, heute wird es bunt hier, auf jeden Fall farblich. Interessant. Das schießt du hier wieder durch die Gegend, sag mal. So, Minuto. Der Creme-Pudding. Auch Chai-Latte. Das ist der neue Geschmack. Was ist denn das jetzt? Schnell und einfach. Mit kochendem Wasser dazu ergibt eine Tasse. Das ist ein Pudding mit Chai-Latte-Geschmack, oder was? Von Minuto. Was ist das überhaupt für eine Firma, Minuto? Newlet GmbH aus Mannheim. Haben die von gehört? Okay. Creme-Pudding-Pulver mit Schwarzteeextrakt und Gewürzen. Besteht hauptsächlich aus Stärke, modifiziert, 25% Magermilchpulver, Zucker, Sahnepulver, wie immer man Sahne pulverisieren kann, Maltodextrin, 1,2% Gewürze, die bestehen aus Zimt, Kardamom und Ingwer. Dazu ein bisschen Stärke nochmal, weil die modifizierte Stärke hat nicht gereicht. Und dann haben wir 0,3% Schwarzteeextrakt. So, da sind 52 Gramm, da kann man sich jetzt, wer ein Taschen hier zu Hause hat, 0,3% Schwarztee davon ausrechnen, wie viel Tee also hier drin ist. Das merkt man wahrscheinlich noch nicht mal. Aber interessant. Also wir haben so einen Pudding mit Schwarztee-Geschmack. Das ist so schon ein bisschen seltsam, aber okay. Jetzt in der Winterzeit probiert man halt aus. Wenn es ein Flop wird, haben sie es dann nachher bei Mutatus im 10er-Pack für 20 Cent. Aber okay, keine Ahnung. Also zumindest zwei Chai-Latte-Getränke, Puddings, wie auch immer. Das ist schon mal interessant, ob das jetzt schmeckt. Ist eine andere Frage. Also... Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich einen Liter kochendes Wasser noch vorbereitet. Was ist das jetzt hier? Jawohl, wir können jetzt... Ich hätte wirklich kochen sollen vorher. Hier Risotto-Reis von Müllers Mühle. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Und schon lange keine Risotto mehr gekocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist immer ein bisschen, muss halt ein bisschen aufpassen. Und das halt diese schöne schleimige Konsistenz hat, die es halt braucht beim Risotto. Interessant, das kann ich jetzt so natürlich jetzt nicht essen, ist ein bisschen schwierig. Das Vogelfutter ist auch nicht geeignet. Ja, da habe ich jetzt auf jeden Fall hier, wie viel Gramm sind das? 500 Gramm Risotto-Reis, yay! Warum nicht? Kann man einfach mal gebrauchen. Risotto-Reis, Alec. Was soll ich sagen? Gut, gucken wir mal, was wir sonst noch für komische Sachen drin haben. Pappe? Ist überhaupt was drin? Ja, hier haben wir so ein kleines Pappdöschen mit Spekulatius oder so. Von Hartkorn. Spekulatius-Gewürzmischung. Ah, das ist so leicht, das wiegt gar nichts. Das sind 35 Gramm, aber das ist echt einfach nur Pappe. Mit so einem kleinen Kunstkork oben drauf. Mit Spekulatius-Gewürz. Mache ich damit? Ja. Kann Spuren von glutenhaltigen Gemüse, Senf und Sellerie enthalten, okay? Von Hartkorn aus Koblenz. Ach, guck mal an. Wusste ich gar nicht. Bei mir eigentlich um der Ecke. Hartkorn-Gewürze. Bin ich noch nie gewesen. 150 Gramm Butter mit Zucker und einem Eischaumig rühren. Und dann, ja, kommen das dazu würzen, bla bla bla. Und dann hat man hier ein Spekulatius-Rezept noch drauf. Inhalt sind Zimt, Nelke, Kakao und Kardamom. Gewürzmischung aus reinen Gewürzen. Ja, ist auch sonst nichts anderes drin. Keine Füllstoffe oder irgendwie sowas noch. Ja, Spekulatius-Gewürz, cool. Also ich mache es jetzt nicht auf, damit es nicht kaputt geht. Ich könnte jetzt damit auch nicht so anfangen. Aber wer jetzt so backt, Spekulatius macht oder man kann es auch als Topping irgendwo drüber streuen. So einen kleinen Hauch auf dem Kaffee oder auf dem Kakao machen. So ist das eigentlich auch mal ganz lecker. Das finde ich schon mal ganz nett. Kann man was jetzt auch zur Weihnachtszeit anfangen. Im Sommer wird man das wahrscheinlich nicht benutzen. Aber ja, also schon mal interessant. Die Mischung hier. Es geht ein bisschen so, sage ich mal, ein bisschen Weihnachts-Winterzeit hier auch mit der Glühkirsche. Hier dann so, ja, Kardamom- und Zimt-Geschmacksrichtungen, Spekulatius. Bei den Chips weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Und das ist ungefähr so weihnachtlich wie eine Palme, aber okay. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ist ja echt interessant heute. So, von Sarotti. Die melden sich auch mal wieder. Sarotti. Milde Schokolade, 70%. Obwohl 70% Kakao ist eigentlich gar nicht so mild. Eine milde Edelbitter. Ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, aber okay. Kakao mit 100% Edelkakao aus Ecuador. Das ist auch Rainforest zertifiziert, von echten Fröschen geerntet. Ich weiß es nicht. Edelkakao aus Ecuador. Jo, ich muss ganz ehrlich sagen, ob der jetzt aus Brasilien, Ecuador oder aus Namibia kommt, ich schmecke da keinen Unterschied raus, ganz ehrlich. Aber ich bin auch nicht so ein Schokoladenkonnoisseur, ganz ehrlich. Aber, ja, recycelbare Verpackung haben wir auf jeden Fall. Ist mild durch lange Konchierzeit und sorgfältige Verarbeitung. Ja, bitter mag ja auch nicht jeder diese Schokolade. Und die soll jetzt mild sein. Das muss ich jetzt aber mal ausprobieren. Also ich bin nicht so der Schokofreund, aber ich habe noch ganz viel zum Lesen in der Freizeit. Okay, wir sind noch Goldfolie eingepackt. Macht was her, ne? Kann man schon mal vorknicken.
machst du da? Okay, das hat Durst. Ich bin kein Energy drin, sonst stresst du die ganze Nacht nicht. So, dann haben wir erstmal ein Schokolädchen. Ich jetzt erstmal eine normale Bitterschokolade. Oh, ja, fest. Ist bitter, ja. Süß. Geht. Aber nicht sehr stark. Also, zu bitter. Ich glaube, ist natürlich zum Vergleich keine andere 70% Kakao-Schokolade da. Wenn man jetzt das vergleichen könnte, dann könnte man sagen, okay, die ist jetzt milder. Weil ich bedenke, dass manche so 50-60% schon, wie kräftig die schmecken oft. Hat auch einen angenehmen Schmelz, ist nicht zu schnell weg. Aber bleibt auch nicht fest im Mund. Also schlecht ist es nicht. Ja. Also ich könnte es nicht vergleichen. Schmeckt aber jetzt nicht extrem stark. Eine 70% Anteil Kakao, Schokolade. Geht so auf jeden Fall. Ist nicht extrem bitter. Ja, hat ja dadurch auch weniger Zucker. Ja, kann man essen. Nicht schlecht. Ich dachte, mir fehlt der Vergleich, aber kann man jetzt nichts gegen sagen, finde ich. Jetzt sind wir mit der Schildkröte dran. Ach, die Kinder heutzutage. So, was haben wir noch? Ein Zettel? Nee, was ist das? Okay. Ostmann hat auch wieder was einfallen lassen. Für die gute Winterküche. Smashed Potatoes. Gewürzsalz für Blechkartoffeln. Also man nimmt eine Kartoffel, klatscht die so aus Backblech, macht das Gewürz drüber und bums, fertig ist die Soße. Interessant, haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Smashed Potatoes. Ich kenne da eher so die normalen Bratkartoffeln oder was man so Backkartoffeln und was man sonst so macht. Auf dem Blech kann man natürlich auch Kartoffeln machen, Pommes selber machen. Die Trendbeilage Smashed Potatoes. Momentan ist alles Trend, das irgendwie gesmashed wird. Vorher war alles Pult, jetzt ist es smashed. Was kommt nächstes Jahr? Überfahren? Ich weiß es nicht. Hat was für einen Geschmack? Was ist da überhaupt drin? Meersalz, Kümmel, Paprika, Pfeffer, Petersilie, Majoran, Thymian, Rapsöl. Pulverisiertes Öl, okay. Kümmel, naja, das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack so. Paprika, Pfeffer, Petersilie, Majoran, Thymian, ich denke mal, das passt schon ganz gut. Salz sowieso zu Kartoffeln. Müsste man mal ausprobieren. Ich habe jetzt gerade keine Blechkartoffeln da. Aber interessant, ja. Ist mal eine Inspiration vielleicht für Weihnachtszeit auch. Die Kartoffeln so aufs Blech. Ich sehe die jedenfalls hier auf der Abbildung so aus. Smashed Potatoes. Der neue Trend. Wenn das jetzt so ist, aber ich kenne mich mit so Trends nicht aus. Interessant, interessant. Die haben jetzt auch immer mehr, die versuchen jetzt auch ne, nach Just Spice und anderen Anbietern auch ein bisschen hipper zu werden bei Ostmann und lässt sich viele neue Sachen einfallen. Ich möchte mal wissen, was dieses Tütchen kostet. Ich vermute mal, das reicht ja nur für ein Blech. Da wäre dann die Frage, was kostet. Ne? Wenn sich das jetzt im Rahmen hält, so unter einen Euro, wäre es okay. Das andere wäre dann wieder ein bisschen teuer. Nein, ein Fläschchen, das war jetzt rund, das hat sich komisch angefühlt. Der gute Franzi, oder das Franzi, was immer das ist jetzt hier, hat uns die Franzi hat uns was geschickt. Ein Franzbrötchenlikör, vegan. Franzbrötchen, ja, kennt man so aus Norddeutschland, wer da schon mal war. So in Nähe von Hamburg zum Beispiel oder so. Und hat sich dann lecker Franzbrötchen gekauft. Die sind so, mit Zimtgeschmack. Die schmecken extrem lecker, die Dinger, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Nork GmbH aus Hamburg kommt das auch. Nork GmbH. Likör enthält Soja und Farbstoffe, Gluten und laktosefrei. Okay, das ist ein Franzbrötchenlikör. 15 Umdrehungen hat der. Ja, wahrscheinlich so mit Zimtaroma, vermute ich mal. Hier sieht man so ein bisschen die gute Franzi, die uns dann jetzt betrunken macht. Muss dann auf die Reeperbahn abzuschleppen oder so, ich weiß nicht. Riecht ein bisschen wie ein Eierlikör mit ein bisschen Zimt. Ehrlich zugeben. Ich stehe leider nicht drauf, wo er dann sonst ist. Ui. Okay. Für 15 hätte ich so mehr Alkoholgeschmack erwartet. Und jetzt geht man ein bisschen mehr schütteln. Geht eigentlich. Sehr süß, klar. Schmeckt wirklich so ein bisschen wie ein Eierlikör. Aber was ist da drin? Also geht in die Richtung. Ist nicht so dickflüssig wie ein Eierlikör, wie so ein Sahnelikör vielleicht. Ob da Soja drin ist oder Zimt, ja, ist süß. Zimt könnte ein bisschen mehr sein. Da haben jetzt die Glühkirsch-Bonbons mehr danach geschmeckt, muss ich sagen. Also hier fehlt so ein bisschen Zimtaroma noch für meinen Geschmack. Aber okay, vielleicht ist man hier auf die Süße eher des Brötchens gegangen oder so. Ich wollte die nachahmen. Ich weiß es nicht. Man kann es trinken, ist aber jetzt auch nicht so der Burner, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht der Burner. Sarotti hat uns nochmal eine zweite Kostprobe geschickt. Die erste hat nicht gereicht. Und zwar 35% cremig. Der Rest ist nicht cremig. Ich weiß es nicht. Edelkakao aus Ecuador. Also die haben jetzt Ecuador leer gekauft, wie es aussieht.
Und wir haben jetzt hier ein bisschen weniger Kakaoanteil. Das sollte dann so ein bisschen mehr in Richtung Vollmilchschokolade gehen. Hat auch ein, ja, doppelte an Zucker wie das hier. Dafür 40 Gramm Fett und hier hat 50 Gramm Fett. Also dafür mal, wenn man sagt, mit Zartbitter spare ich irgendwas an Kalorien. Nicht wirklich, muss man sagen. Man hat zwar weniger Zucker, dafür mehr Fett. Kann man sich dann aussuchen, wo man dick wird. Jo, cremig, 35%. Ja, gut, probieren wir auch mal. Damit wir den Unterschied mal feststellen. Auch wieder schön eingepackt hier. Und wenn man sie dann so in verschiedene Verpackungen legt, kann man dann raten, welche Schokolade ist was. Ist dann auch ganz lustig. So, optisch auf jeden Fall schon mal ganz was anderes. Ja, so Milchschokolade halt, ne? Ist ein bisschen heller. Aber auch bald fest. Jetzt hör doch mal auf, Mensch. Das ist schon direkt ein Unterschied, ja. Na? Schön cremig. So Richtung Edelvollmilch. Zumindest nicht der Vollmilch-Fan. Also mir wird die Zartbitter lieber. Kann man auch essen. Also wenn eine etwas bessere, ein bisschen aromatischere Vollmilchschokolade möchte, und glaube ich, hiermit ganz gut bedient. Lange konsumiert seid. Ein ganz schönes, reichhaltiges Aroma. Das ist nicht nur jetzt der Kakao als andere mit drin. Nur Gerstenmalzextrakt ist auch noch drin. Haben wir natürlich Bourbon-Vanille-Extrakt. Immerhin nicht künstliche Vanille. Schmeckt man auch so ein bisschen raus, habe ich das Gefühl. Also cremig, vanillig, schmelzend, aber nicht zu schnell, nicht zu billig, nicht zu fettig. Also schmeckt auch gut. Mein Favorit wäre aber hier wirklich die Zartbitter. Und wenn Schokolade, dann mag ich eigentlich die Zartbitter lieber. Ist aber auch nicht schlecht. Jetzt noch eine Kirche dahinterher und dann. Die Kinder machen es zu Hause nicht nach, Alkohol ist ungesund. Ja, ich glaube, ein echtes Franzbrötchen nehmen wir da echt lieber. Aber gut. So, was ist das jetzt hier noch merkwürdiges? Ja, die Jute Sojola, natürlich mild, natürlich scharf, wäre auch mal nicht schlecht. 100% pflanzlich aus Brot zum Braten und Backen, Margarine. Ja, aus Soja komplett, gut. 70% pflanzliche Öl und Fette, davon Sojaöl 60%, Rest ist Sonnenblume, Kokosöl, okay. Von der Firma Van der Mortele aus den Niederlanden. Muss ich gar nicht, dass Sojola aus den Holland, aus den Niederlanden kommt, okay. Aber ich esse auch keine Butter und Margarine, von daher, bei mir kommt alles nur pur aus Brot. Interessant, kann ich jetzt leider nichts zu sagen, ob das jetzt gut ist und wie schmeckt. Wie gesagt, ich kann mit so Fett auf dem Brot, das finde ich ganz furchtbar, kann ich so gar nichts mit anfangen. Aber ja, gut, jetzt haben wir auch mal eine gute Butter für, keine Ahnung, passt du nichts, aber wir haben jetzt hier einen Pfund Butter. Ja, es ist alles hier, alles drin. Komm, wir machen das am besten leer, der Karton steht nicht mehr so stabil. So, hier haben wir nochmal, was ist das jetzt? Veganische Bälle, nee, was? Veggie Balls, ja, yeah, von Lotao oder so ähnlich. Veggie Balls, vegetarische Bällchen kann man sich hier machen. Das ist eine komplette Mischung für sowas. Mix für vegane Biohackbällchen. Raffiniert gewürzt. Ja, das ist immer so die Sache bei manchen veganen Sachen. Da vergisst man oft durch die 500 Zutaten, die man dafür braucht, damit es wie Fleisch ist, den Geschmack. Das ist leider manchmal so das Problem. Was haben wir denn da mit? Auf Basis von Erbsen, Protein und Jackfruchtgranulat sowie Haferflocken. Das ist immer dann das Problem. Ich habe auch schon mal vegane Hacksteaks und sowas und vegane Bällchen versucht zu machen. Das ist oft das Problem mit der Konsistenz allerdings. Weil die zerfallen dann in der Pfanne in lauter Einzelteile und später noch mal reinbeißen, hast du nur noch Matsch. Und das ist halt bei einem Fleischprodukt ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem für solche Produkte. Wenn man es damit hinkriegt, dass es auch was Festes wird, dass man es wirklich braten oder frittieren kann, wäre es ja eine gute Sache. Ich kenne jetzt die Marke so nicht, Lotao. Keine Ahnung, ist aber alles komplett bio, wie es aussieht. Oder Ökosiegel. Rezept ist auch noch mit drauf. Wie macht man die jetzt mit 150 Milliliter? Ja, das haben sie natürlich super hier zusammengeklebt. Das ist genau eine Hälfte des Rezepts, ist so eine Naht. Mit kochendem Wasser aufgießen, dann verrühren und dann wahrscheinlich knallen lassen. Ja, ja, wäre die Frage, ob es dann auch stabil bleibt. Aber interessant, haben wir auch mal was für Vegetarier hier. Wenn die Balls, so die Abbildung sieht natürlich super aus. Wenn die so wären, wäre das schon geil. Ich habe auch gar nichts dagegen, ob es vegetarisch oder mit Fleisch ist oder so, wenn es alles gut schmeckt. Wenn es eigentlich wurscht, woraus es gemacht ist. Aber wie gesagt, Konsistenz und so. Der Geschmack, das muss schon alles so ein bisschen relativ
gleich sein, weil wenn die Dinger nämlich auseinanderfallen und nur noch Brei ist, ist dann halt nicht so geil. Auch in der Pfanne nicht, dann hast du nur noch diesen Matsch. Also das hatte ich auch schon mal gehabt. Vielleicht sind die Produkte jetzt inzwischen ein bisschen besser hier. Müsste man mal testen. Auf jeden Fall, ja, interessant. Veggie Balls. So, haben wir jetzt noch irgendwas aus dem durch? Dann haben wir hier noch was drin. Oh, was ist das? Hier noch so ein Gutschein oder was ist das? So, wieder eine Kiste leer. Man muss hier den Boden mal von der ganzen Asche befreien. So, was haben wir denn hier? Hier kann man 1 Euro sparen, wenn man Peanut Butter kauft. Weil wir haben hier Peanut Butter bekommen. Extra Smooth. Skippy. Wie gut ist Skippy? Habe ich noch nie gesehen. Skippy Creamy Atmos Butter. Mit Great Taste. Ja, ich mag so das total überhaupt nicht, wenn man so Englisch-Deutsch mischt. Weil irgendwo muss man sich doch mal für eine Sprache entscheiden können. Aber Marketing ist das so. Die Leute können weder die eine noch die andere Sprache richtig. Dann wird das alles gemischt. Wir haben hier cremige Erdnussbutter. Die besteht zu 91% aus gerösteten Erdnüssen. Das ist schon mal gut. Wäre sonst ein bisschen komisch. Der Rest ist Zucker und Öl. Baumwollsamenöl. Okay. Und Salz. Wofür braucht man Baumwollsamenöl? Okay, da bin ich jetzt überfragt. Ich kenne mich mit Erdnussbutter auch nicht so aus. Das ist ja Plastik. Okay. Ich dachte, das ist ein Gläschen. Das ist komplett Plastik. Na gut. Wurde von der Stiftung Warentest mit gut ausgezeichnet. 1,8. Im Heft 923. Ja, wer da zufällig zu Hause liegen hat, kann hier nochmal reingucken. Hat eine Note von 1,8 bekommen. Wahrscheinlich gibt es 18, die hat nur 1,7, aber was wurscht. Man kann damit werben. Ja, Erdnussbutter. Ist nicht so meins eigentlich. Ich mag zwar gut Erdnussbutter in so Keksen oder Schokolade drin oder mit Karamell und Salz oder sowas, aber so an sich würde ich mir die, glaube ich, nie aufs Brot schmieren. Da bin ich eher so der Nuss-Nougat-Fetischist, so ein bisschen von der Kindheit versaut. Da kriegt man ja schon die Nutella-Brote und dann immer auch nichts mehr anderes. Und in anderen Ländern, USA zum Beispiel oder so, ist das ja ein bisschen was anderes. Da ist die Erdnussbutter überall drauf. Ja, müsste man mal probieren. Ich weiß nicht, die ist jetzt cremig. Die gibt es ja auch mit Stücken, glaube ich. Pff, das ist ja größtenteils, wie viel Fett ist denn da drin? 46 Gramm. Okay, pro 100. Ja, und dann kann ich auch die Soyola essen, glaube ich. Pff, hoho. Ja, 593 Kilokalorien in der Zeit, 1456 Kilojoule. Ich glaube, eine Pizza hat weniger. Die kann man sich mal komplett, aber man macht ja nicht die komplette Ding auf dem Brot, hoffentlich. Gut, dann haben wir noch von Skippy die. Ich bin ganz irritiert. Das sieht immer aus wie eine. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass es aus Plastik ist? Aber gut, kann er nicht runterfallen, kaputt gehen. Haben wir jetzt Erdnussbutter. Ja, haben wir eine sehr bunte Auswahl, muss man sagen. Jetzt lass doch die Katze in Frieden. Wo man nicht so ganz weiß, wie es zusammenpasst. Es war ein bisschen weihnachtlich zeitweise. Dann hat es den Pfad so ein bisschen verlassen. Guck nochmal, was unsere Zettelswirtschaft hier so sagt. Was ist das? Black Friday Aktion. Ja, das ist eh schon vorbei. Dann haben wir hier, was bedeutet Dame eigentlich? Dame Rahmen gibt es seit 1968 und von Japan aus die ganze Welt erobert. Frei übersetzt heißt Dame übrigens eine Lieferung. Denn früher wurden frische Rahmen und Soba zu Fuß oder auf dem Fahrrad direkt zu den hungrigen Kunden gebracht. Die leeren Schüsseln wurden wieder eingesammelt. Ja, könnte bei mir auch gerne machen. Brauche ich nicht spülen. Also hier kriegt man dann noch irgendwie mit dem QR-Code, keine Ahnung, eine Lieferung nach Hause. Ja, gut, das ist das. Jetzt ist aber gut jetzt hier. Hast du wieder den falschen Strohhalm gekriegt. Ja, so, dann haben wir hier unseren Inhalt. Hier haben wir nochmal ein Rezept für Reis geliebt. Cremige Tomatenrisottos aus dem Ofen. Von Müllers Mühle kann man sich von einfach irgendwo runterladen. Das ganze Rezept und anderes findet ihr hier. Das ist so ein kleiner QR-Code, das wäre ein bisschen schwierig. Aber hier kann man so ein Risotto-Ofengericht machen. Ich zittere hier total. Ich bin so aufgeregt wieder. Vielen tollen Produkte. Ja, so, was haben wir denn hier Schönes? Fangen wir mal ganz oben an. Sarottis. Die Sarottis kosten UVP jeweils 1,99. Es gibt 3 Sorten, Edelvollmilch, Edelbitter und dann gab es noch Edelbitter Orange. Oh, die hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Orange mag ich mit Schokolade. Finde ich total geil. Da hätte ich auf die Vollmilch verzichtet. Ja, 1,90. Ja gut, es ist jetzt aus Ecuador alles hier angeschifft. Es ist Rainforest irgendwie. Ja gut, die Verpackung kann man gut recyceln. Das, die Folie hier ist eher so ein bisschen fragwürdig. Aber gut, es schmeckt. Wie viel Gramm sind dann eigentlich immer? 100? Ja, 100. Meistens kann man ja sagen, 100 Gramm, doppelter Preis, 2 Euro. Dann ist es eigentlich okay. Haben wir hier auch, ja, okay, würde ich jetzt mal sagen, ist, kann man mit arbeiten. Dann haben wir hier die Hardcore-Spekulatius-Gewürze hier. Es gab auch alternativ auch Apfelkuchen-Gewürz. Okay. Und Young Kitchen-Spekulatius. Das ist das hier dann. Warum Young Kitchen? Ach, da unten steht das ganz klein drauf. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Die junge Küche, die macht Spekulatius. Die alte nicht. Die ein bisschen diskriminierend eigentlich.
Kostet 4,99. Das Apfelkuchen wird es 4,49. Da war wie den Apfel drin oder was. Keine Ahnung. Ja, gut. Man wird wahrscheinlich nicht viel von brauchen. Wird eine Weile halten. Vielleicht eine ganze Saison, ein Jahr. Keine Ahnung, wie lange man dann. Kommt drauf an, ob man nicht sehr viel Spekulatius oder damit irgendwas macht. Sag mal, das kauft man sich wahrscheinlich wirklich nur einmal im Jahr und dann hast du dann Ruhe. Würde ich nur sagen, das ist noch okay, ist jetzt nicht das Billigste. Ja, aber hier ist auch wirklich keine Chemie, irgendwelche Füllstoffe oder irgendwelcher Scheiß drin. Ist wirklich nur Zimtnelken, Kakao und Kardamom gemahlen, fertig. Dafür, dann hast du auch noch eine Verpackung, die ist voll auf Pappe, die ganze komplett recyceln. Ich sag mal, dafür fände ich das okay. Wie gesagt, einmal kaufen, dann nie wieder. Muss man auch so sehen, finde ich okay. Apfelkuchengewürz ist natürlich die Frage, wenn ich Apfelkuchen mache und ich habe Erfahrungen drin, brauche ich da nochmal ein extra Gewürz für. Ne? Da hat man sowieso seine Würzung wahrscheinlich. Aber um es schnell zu machen, für die junge Küche ist das vielleicht so. Ich weiß es nicht. Ist okay, finde ich. Dann haben wir die M-Eukal Kirschbonbons zum Trinken oder Essen. Kostet 2,59 €. Ja, mit Anteil von 6% Kirschsaft und einer feinen Zimtnote sorgt unser Premium-Bonbon für außergewöhnlichen Genuss. Sowohl zum Lutschen als auch aufgelöst in heißem Wasser. Ja, schon ein bisschen crazy, aber okay. Das ist übrigens auch mit Zucker und Glukosesirup. Also es ist nicht zuckerfrei wie sonst, die Dinger. Muss man auch nochmal bedenken. So, dann haben wir das nächste merkwürdige hier. Und das ist dann die Gönnergy Drinkgedöns. Kostet 1,49 €. Ja, für einen halben Liter finde ich das noch okay. Es gibt Sachen, die sind dann um einiges teurer. Vom Preis-Leistung her finde ich die schon nicht schlecht, muss man sagen. Aber ist immer halt die Frage, brauche ich überhaupt sowas? Und natürlich immer Geschmackssache. Schmeckt mir das nicht. Dann gab es noch alternativ bei anderen in der Dose, in der Packung White Peach oder eben Blueberry Coconut. Ja, weißer Pfirsich, auch schwierig. Schmeckt meistens nicht nach dem, was draufsteht, aber ist ja auch dann oft so bei so Getränken. So, 1,49 €, ja, kann man jetzt so nichts sagen. So, was haben wir als nächstes? Einmal das Ostmann-Gewürz. 15 Gramm. Kostet 1,89 €. Finde ich ein bisschen teuer. Also 15 Gramm Gewürz. Ja, ich sag mal hier haben wir 35 Gramm für 5 Euro. Hier kann man dann sagen 1,89 € für 15 Gramm. Naja, das ist schon teuer, das alles. Nun. Ich denke mal, hier wird man immer nur so ein paar Löffel oder ein paar Messerspitzen gebrauchen. Und das hier für eine Menge, wenn man wirklich so ein Blech macht, ich denke mal, das würdest du für ein ganzes Blech Kartoffeln verbrauchen und dann ist es weg. Dann hast du 1,89 € verplempert. Da muss man wissen, ob man das wirklich regelmäßig kaufen möchte. Steht da noch Limited Edition. Also man ist sich bei Ostmann noch nicht so sicher, ob sich das verkauft. Finde ich für den Zweck ein bisschen zu teuer. Dann haben wir die gute Franzi hier, die hat uns den Franzbrötchenlikör vegan geschickt. Ach, der ist vegan? Ah, stimmt ja auch. Habe ich vielleicht sogar vorgelesen, ich wusste es nicht mehr. Schon ein Kurzzeitgedächtnis. Der kostet normalerweise in der 500 Milliliter Flasche 15,90 €. Ist aber auch nicht wenig. Cremig, voller Geschmack und typische Franzbrötchenaromen. Ohne tierische Zutaten. Unser veganes Franzbrötchen vergnügt mit 15% Volumen auf Hafer-, Kokos- und Sojabasis. Okay, also wer sich vegan die Kante geben will mit Franzbrötchen-Geschmack, der kann das jetzt hier tun. Für mich fehlt hier allerdings so ein bisschen, mit einem kleinen bisschen mehr Zimtbrötchen haben können, vom Geschmack her. Gut, dann haben wir hier der Nissin, kostet 89 Cent. Ja, die sind nicht immer billig, das ist ja auch dafür gedacht gewesen, die Bevölkerung zu ernähren. Dann haben wir diese komischen Happy Chips hier, die kosten 2 Euro. Gibt es in einer Trüffelversion mit extra Käse. Das ist jetzt die und Trüffel, ja. Ich denke mal, ja, also ob das wirklich so geil ist, weiß ich nicht. Für 2 Euro 150 Gramm Chips ist eigentlich auch ein bisschen teuer. Nee, ist jetzt nicht so meins, ganz ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Dann haben wir diese Minuto Creme Pudding für die Tasse. Gibt es als Chai Latte und als Vanille. Gut, Vanille, ich glaube, da macht man am wenigsten falsch. Und das ist ein bisschen Geschmackssache. Ob man jetzt so diesen Zimt-Kardamom-Geschmack in so einem Pudding mag, aber ist ein bisschen weihnachtlich, ne? Ist vielleicht auch nicht schlecht. Müsste man mal ausprobieren. Für 1,19 € für einen Tassenpudding. Ja, ich sag mal, das ist ein einmaliges Vergnügen. Ich sag mal, wenn es nicht schmeckt, wirst du es eh nur einmal machen. Das kann man mal mitnehmen. Nutri-Score C, ja, das ist einfach gemacht. Es ist letztendlich Pulverstärke fertig. Ja, ich sag mal, das geht noch im Rahmen, ne? Wie gesagt, das. Oh! Upsi. Ja, das wird wahrscheinlich man sich nicht oft machen.
denke ich mal, vor allem wenn es eben nicht schmeckt, ist so eine Sache. Dann haben wir die gute Soyola Streichfett 70%. Kann ich jetzt nichts zu sagen, kostet 2,19. Ob das jetzt billig oder teuer ist, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht so sagen, ich kaufe sowas nie. Ist wahrscheinlich so ein Durchschnittspreis. Ich weiß es nicht. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was so ein Pfund Margarine Vase kostet oder was ihr so kauft. Habt ihr diese Soyola schon mal ausprobiert? Ist das was? Ich weiß es nicht. Das ist nicht so mein Bereich. So, dann haben wir das. Dann haben wir die Lotaro Veggie Balls hier. Eine köstliche Pflanze, ich antworte auf traditionelle Hackfleischbällchen. Der gewürzte Trockenmix ist reich an Eiweiß und bringt eine einfache Zubereitung mit den leckeren Geschmackserlebnissen zusammen. Jawohl, ich hoffe, das Kocherlebnis, Backerlebnis, Braterlebnis ist ebenfalls gut. Dann kostet das Ganze hier 3,49. Puh, auch nicht so wenig, sag ich jetzt mal, aber wenn es schmeckt. Wir haben 100 Gramm. Da kriegst du aber auch nicht viel Bällchen raus, da musst du aber sehr kleine machen. Ja, ich sag mal, da wird man vielleicht einmal satt von, dann war es das, dafür 3,49. Ja, muss man auch wissen. Hör doch mal mit der Schießerei auf, Mensch. Oh, sagst du, ah gut, 3,49, naja. Es ist vegan, es ist bio, das ist ja schon mal was. Ich sag mal, da gönnt man sich wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Also Produkte sind öfter ein bisschen teurer, aber es ist schon so ein bisschen an der Grenze. Dann haben wir Müllers Mühle. So, 2,39 für den Risotto-Reis, 500 Gramm. Ja, das ist ein Markenprodukt. Aber also kriegt man auch für 2 Euro, aber gut. Ich denke mal, das ist ein normaler Preis für sowas. So oft komme ich auch das auch nicht, aber von daher. Dann haben wir die Skippy Creamy Crunchy Erdnussbutter. Da gibt es also 2 Versionen. Wir haben jetzt die Creamy Version hier. Es gibt auch eine Crunchy Version. Da ist dann halt noch Erdnussstückchen mit drin. Skippy Erdnussbutter, die feine Kombination aus köstlich cremiger und herzhaft süßer Erdnussbutter. Die Amerikaner so lieben. Sie hat 90% Nüsse und kein Palmöl. Ja, immerhin. Immer eine Sorte von pro Box und kostet 3,49. Ja, für so Fett mit Erdnussbuttergeschmack, das ist natürlich das hier. Hast du noch mehr Fett drin, aber keine Erdnuss. Ja, geht aber beides so in die Richtung mit sehr, sehr viel Fett. Halleluja. Naja gut, 3,49 ist jetzt auch nicht wenig für so ein Plastikding. Ne? Na gut, meine Erdnüsse sind jetzt auch nicht so ein super teures Produkt. Und dann haben wir die Krüger Yuchai Latte Karamell Probe hier. Ich glaube, das ist so ein unverkäufliches Pröbchen hier. Die kostet als Verpackung, die gibt es dann halt auch hier in so einer kompletten Schachtel drin, kostet 3,19 €. Genieße die unwiderstehliche Mischung aus beliebten Milchgetränken mit zartcremiger Karamell in sekundenschnellem heißem Wasser anrühren. Gibt es also noch als Vanille, Zimt, Schoko und Kokosmandel. Ja, hat man so eine Winter Edition anscheinend so ein bisschen rausgebracht. Kokosmandel hätte ich auch noch interessant gefunden, dass er wirklich auch nach Mandel schmeckt. Kokos ist ja oft dann ein bisschen zu viel und dominant, meistens ist es auch künstlich. Vanille, Zimt wäre auch geil gewesen. Also wir haben jetzt hier die Chai-Latte-Version. Ja, muss man ausprobieren. Und dann haben wir es im Grunde hier auch schon durch, nicht wahr? Dann gibt es hier noch hier so einen Euro. Naja, gut, dann muss ich jetzt eh nicht mehr kaufen. Das ist schon durch. So, dann haben wir aber noch ein kleines Special, nämlich die gute Chrissy Schäfer aus Österreich war in den USA in Urlaub und hat mir noch was nach Hause geschickt, nämlich hier in diesen wunderbaren Energieträger. Ja, wenn ich den Turnbeutel benutze, kriege ich Energie wieder zurück oder so ähnlich. Und habe mir so ein paar Sachen geschickt, die soll ich auch mal probieren. Aus den USA kriegt man hier so nicht, glaube ich. Da bin ich auch mal gespannt. Hier machen sie auch nochmal so einen kleinen Überraschungsbeutel. Ist nicht viel, deshalb wollte ich das jetzt hier nochmal an das Video dranhängen. Hat auch jeder was davon. Und das mal zu probieren, was wir jetzt hier haben. Das ist jetzt hier wirklich dann frisch aus den USA importiert. Wowza Crunchy Rice Crisps. Okay, in so einer wiederverschließbaren Packung, warum man immer mal so Chips wiederverschließen sollte. Von Wowza, wir haben nie gehört. Das ist jetzt Sticky Rice Toasted and Crisped. 100 Gramm oder 3,5 Unzen. Fuego Lime. Okay, also irgendwie so scharf mit Limette gemischt. Und das ist dann aus Klebreis oder wie? Sticky Rice ist Klebereis, ne? Ja, Hauptingredients ist Sticky Rice, Canola Oil, Sojabean Oil, Sunflower Oil, also viel Öl. Mhm. Okay, hat aber dafür nur 12% Fett. Huge, sehr interessant. Also irgendwie so eine Art ja, Reissnack, scharf mit Limette irgendwie in die Richtung. Habe ich auch noch nie gesehen, aber Wowza, die Firma sagt mir auch nichts. Designed in USA, made in Mexico. Aha, guck mal an. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Das ist mal eine fette Alu-Verpackung. Ich glaube, sowas wird man hier nicht mehr verkaufen. Das ist eigentlich sehr stabiles Aluminium. Okay. Hier haben wir so kleinen, die kleinen Reiskräckerchen drin. Die sind dann getoastet. Okay.
Ja. Ja, sieht aber schon ein bisschen scharf aus, ne? Von der Optik. Riecht so ein bisschen. Ein bisschen chili-mäßig. Okay, dann bin ich mal gespannt. Da kommen wir mal die Nette raus. Sehr crispy. Aber der Reis ist recht zart. Scharf, ja. Oh ja. Das wird warm im Mund. Und dann, vor allem beim Rheinmeister, hat man ein sehr interessantes, säuerliches Limettenaroma. Oder weniger Fett als Potato-Chips. So glutenfrei. Oh ja. Und die sind scharf. Nicht sehr scharf, aber scharf. Da kommt schon was rüber. Ja, nicht schlecht. Paprika-Extrakt, Zwiebelpulver, Lime-Juice. Ja, Citric Acid, Yeast-Extrakt. Okay, also, das wird schon warm am Morgen. Wenn man die ganze Packung isst, glaube ich, da brennt es richtig. Aber die können wir echt wieder verschließen. Sehr dickes Aluminium. Deshalb hat das auch die Reise ganz gut überstanden. Aber die kann man gut wegessen, muss ich sagen. Die sind echt lecker. Haben ein sehr schönes Mundgefühl. Und schön crispy. Die einzelnen Reisstückchen relativ zart und gut gewürzt. Also rundum. Lecker, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht. Das machen jetzt zwar nicht sehr weihnachtlich, schmeckt aber. Mal gespannt, was wir noch hier Merkwürdiges haben. Fritzels oder Fitzels. Lenny und Larry haben uns die Fitzels geschickt. Die haben beide so ein kleines Frisurproblem, aber okay. Lenny und Larry mit 20 Gramm Protein. Halleluja, die Fitzels, Protein-Pretzels. Pizza-Palooza. Hier haben wir mal Geschmacksrichtungen, immer so fett aufgedrückt. Pizza-Palooza, da denkst du dir, weiß Gott, was das ist, ne? Ja, bin ich noch mal gespannt. Pizza-Geschmack, also so eine Art Brezelgitter mit Pizza-Geschmack. Hier hat man sogar gewagt, dann so Mozzarellas drauf abzubilden. Da bin ich mal gespannt. Soll auf jeden Fall sehr proteinreich sein, wie das hier aussieht. Not your average little bit size crunchy snack. Okay, Fritzels are super snack situation, fitting 20 grams of protein for muscles. Oh ja, ich sehe schon. Aha. Vielleicht der muss viel, sehr viel muskulöser sein. So, okay. Aber echt so ein kleines Brezel. Brezel, ich sage auch schon Brezel. Brezelgitter. Okay. Es riecht nach italienischen Gewürzen auf jeden Fall. Ja, Basilikum in die Richtung. Bisschen Oregano. Okay. Oh. Tomate. Ja, vom Brezel schmeckt man nicht so viel. Man merkt die feste Konsistenz. Aber das ist so stark gewürzt. Das schmeckt so ein Kram. Ja, da ist richtig viel Pulver drauf. Aber. Boah, die sind geil. Also, die sind aber echt lecker. Man schmeckt wirklich die Tomate raus. Ja, ist gut. Ist Tomatenpulver drauf, aber man schmeckt es. Ein bisschen Knoblauch auch vielleicht. Und wirklich so. Ja, so ein bisschen Oregano. Also, na gut, von Käse schmecke ich jetzt nicht so viel. Und kommt echt super rüber. Es gibt ja viele Sachen, die irgendwie nach Pizza schmecken sollen, aber nicht tun. Also, was hier das Pizza-Topping mit Tomatensoße und so angeht. Und da kommt das sehr nah dran, muss ich sagen. Das schmeckt echt gut. Und Lenny und Larry. Ich glaube, der Jute kocht. Ich bin vielleicht mal zum Friseur, aber die sind echt lecker. Pizza-Palooza. So. Das ist lecker. Das ist lecker. So, dann haben wir noch. Nochmal Pizza. Sehr pizzamäßig. Was denn? Kombos. Stuffed Snacks. Pizzeria. Baked Pretzel. Okay, das ist auch wieder so ein Brezel-Gebäck. So gefüllte Brezel. Die sehen ein bisschen aus wie so Hundefutter, aber ich denke mal, es ist für Menschen gedacht. For more fun, visit www.combos.com. Okay. Crunchy Pretzels packed with spicy cheese pizza flavor. So much flavor, so little space. Oh, was für Probleme. Ja, ja, da bin ich schon gespannt. Filled. The filling is made with real cheese. Ja, was die Amerikaner so als Käse bezeichnen. Ja. Aber gut, probieren wir das mal. Das jetzt aufkriegen.
ein bisschen fettige Finger. Ich muss mein Messer rausholen. Okay. Die sehen immer abenteuerlich aus. Gut, das ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen den Transport geschuldet wahrscheinlich. So, hier, das hier sieht ein bisschen ordentlicher aus. Die sind also ein bisschen merkwürdig. Oh, da ist schon eins geflohen. Okay, also ja, so, ne? Hundeleckerlis ein bisschen. Riecht nach Käse. Immer so ein bisschen Füllung. Hier schmeckt mal ein bisschen mehr den Brezel raus. Ist auch ein bisschen dicker. Recht salzig. Innen so eine Käsecreme. Boah, ist aber sehr salzig. Holy moly. Da ist so ein bisschen Käse reingespritzt. Und schmeckt nach Käse ein bisschen. Und schmeckt überhaupt nicht den Brezel und sehr viel Salz. Aber jetzt kommt ein bisschen. Muss ich, glaube ich, ein bisschen Glück haben, dass man so ein Brezel findet, wo relativ viel Filling drin ist. Ja, aber es war alles sehr salzig. Puh. Also Pizzageschmack kommt bei mir da nicht so viel rum. Und die Brezel schmecken aber nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr salzig, da kriegst du einen Riesendurst danach. Es hat einen gewissen Käsegeschmack. Ein bisschen wie so Käsekratzer auch. Ist nicht so übertrieben. Ist cremig. Ein bisschen tomatisch irgendwie auch. Also schmeckt schon. Also die sind schon auch recht lecker. Sehr, sehr salzig halt. Kann man auch gut wegessen. Und Käsegeschmack ist so okay. Nicht extrem viel. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Und die sagen, das ist extra mit echtem Käse gefüllt. Der hat aber nicht wirklich so einen riesen Eigengeschmack. Ist vielleicht aber auch ganz gut. Der wird es so vielleicht ein bisschen zu dominant nach Käse schmecken. Das mag auch nicht jeder. Aber schon lecker. Also habe ich hier auch noch nicht so gesehen in der Kombo. So gefüllte Dinger, Brezelteile. Boah, ich muss gleich unglaublich viel trinken, glaube ich. Ich habe hier zwei Latte. Aber schon auch geil, muss man sagen. Ich glaube, eine ganze Packung könnt ihr nicht wegessen. Dann wäre mir zu viel Salz. Puh. Jetzt kommt ein bisschen mehr Käse raus. Ja, muss man, glaube ich, mehr essen. Hat man mehr Käse im Mund. Aber auch lecker, muss ich sagen. Also diese Kombination. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht, aber mein Favorit wären hier die hier. Die sind echt geil. So von der Schärfe her, von der Konsistenz. Und was den Pizzageschmack angeht, muss ich sagen, ist das hier eines der besten Produkte, die ich bisher so hatte. Muss schon zugeben. So, was haben wir jetzt hier? Okay, was ist das jetzt? Hundekuchen. Little Bites. da ist auch ein Hund drauf abgebildet. Was ist das jetzt? Wow. Party Cake Muffins von Entenmann's. Ja, der Entenmann, der kennt ihn nicht. Der Entenmann hat uns hier ja, Party-Muffins irgendwie eingepackt. Der kleine Hund da hat auch schon tierischen Hunger irgendwie. Oh ja. Hä? Das sieht sich ganz komisch an. Wabbelig. Okay, was ist das? Hier sind echt kleine Muffins drin. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Okay. Meistens sind die ja nochmal in so einem Förmchen drin. Warum ist das grün? Oder Brokkoli reingebacken. Also hier echt so einen sehr, sehr fluffy mäßigen, quietschigen Teig. Hier so reingemacht in diese Verpackung. Einfach mal so mit Party. Da hat man ja wahrscheinlich so bunte Streusel drauf gemacht. Das habe ich so auch noch nicht so gesehen in der Form. Na, bleibst du da? Dauert ein bisschen, bis ich was schmecke, weil diese Stuffed Snacks sind noch so ein bisschen im Mund. Das ist wirklich sehr fluffy. Schmeckt allerdings so, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber das wird gerade frisch gemacht. Und was da alles drin ist, will man lieber gar nicht wissen. Also, ja, die sind nicht so alle, sag ich mal, jetzt perfekt gebacken. Aber interessant, so in so einer Verpackung habe ich das noch nie gesehen, so kleine Muffins. Innen auch sehr, sehr bunt. Wie der Mund des Smarties. Ja, und wahrscheinlich so bunten Zucker mit reingebacken. Und aber dafür, dass sie aus den USA kommen, die sind gar nicht so extrem süß. Also gut. Also ich würde mal sagen, schmeckt jetzt auch nicht viel anders als bei uns so Muffin. Natürlich ist der ein bisschen bunter als sonst. Ein bisschen klebrig jetzt. Aber mein Geschmack könnte so ein bisschen fester noch sein, aber vielleicht auch wegen der Plastikverpackung. Schmeckt aber. Und ist nicht so extrem süß, wie es dann auch die amerikanischen Produkte sind. Aber vielleicht haben auch meine Geschmacksnerven mittlerweile ein bisschen gelitten.
Und die können das nicht mehr ganz unterscheiden. Aber das finde ich echt merkwürdig an. Aber interessant, hier haben wir dann letztendlich, waren hier 4-5 Stückchen drin. Das ist nicht viel, was da drin ist. Ein Pouch, 47 Gramm. Ja, hier so ein Ding. Ne, das ist jetzt nicht. Aber es war was anderes. Habe ich noch nie gesehen. So kleine Mini-Küchlein in so einer Verpackung einfach so da reingepfeffert. Und knallbunt. Ja, das ist jetzt so Party-Cake. Gibt es bestimmt noch in anderen Richtungen. Aber nicht schlecht. Also, hat mich jetzt überrascht. Erstens ist es noch schön fluffy. Und nicht extrem süß. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Bei den USA da hatte ich ja schon einiges an Süßigkeiten, wo du denkst, mein Gott, du stehst nur aus Zucker. Aber das geht. Ja. Aber alles leckere, interessante Sachen, muss ich sagen, habe ich noch nie gesehen. Aber das hier ist so mein Favorit. Diese Brezel-Gitarren, die sind echt geil. Also, die sind ein bisschen zu übertrieben salzig. Und da geht der Käse ein bisschen runter. Und die sind für mich eigentlich genau gut abgestimmt. Gut, hier könnte man vielleicht noch ein bisschen sagen, der Brezelgeschmack könnte ein bisschen mehr im Vordergrund noch stehen, aber ist auch nicht so einfach, das hinzukriegen. Aber der Gesamtgeschmack nach Tomate, nach Gewürzen, der kommt hier wirklich gut rüber. Und das hier ist auch richtig schön, so crispy, hat eine angenehme, warme Schärfe im Mund, die aber nicht so direkt so reinpfeift, dass man nichts mehr anderes schmeckt. Man hat auch wirklich so ein bisschen Limettenaroma drin und die sind auch, naja, sagen wir mal, ein bisschen fettarmer vielleicht als normale Kartoffelchips. Von daher schon coole Sachen. Ja, vielen Dank, Chrissy. War leckere Sachen dabei. Wie ich die jetzt alle hier wegkriege. Noch ein bisschen Zimt dazu. Ja, bin ich mal gespannt, was das gibt. So, ich würde mir auch mal drüber freuen, was ihr dann von dem Ganzen gehalten habt. Was schreibt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr sowas schon mal gesehen, diese Kombo-Dinger? Und habt ihr sowas schon mal probiert? Wartet schon mal in den USA? Oder was angeht, sind die ganzen Sachen, die uns hier für die Gusta geschickt hat, wie Reis und Spekulatiusgewürz, was eine super Mischung ist. Nicht so wirklich, glaube ich, aber man kann natürlich alles mal ausprobieren. Würdet ihr das machen? Ich weiß es nicht. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mox, bis zum nächsten Wochenende. Und ja, lasst gerne ein Like da, vielleicht noch ein Abo für den Kanal, damit ich hier weitermachen kann mit meinen Boxen. Und bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Advent und bye bye.